Im Android App Store gibt es jetzt die Master Jam Witze App. Jeden Monat ein Update mit 100 neuen Witzen. Viel Spaß! Lustige Witze in 3, 2, 1, los! Hallo! Ich bin in Berlin, bin hier bei Julia. Ja, wunderbar. Ja, und jetzt drehen wir, wir nehmen jetzt Witze auf. Du bist Russin? Natürlich. Keine Ahnung. Ja, ich bin so gut kennen wir uns nicht. Nee, kennen wir uns nicht, aber du bist in mein Schlafzimmer. Den ersten Teil des Lebens versauen einem die Eltern. Den zweiten Teil die Kinder. Könnte jemand eine Voodoo-Puppe von mir machen und sie ins Fitnessstudio mitnehmen? In Germany, we don't say goodbye. We klopfen uns auf the Oberschenkel and say, so. Oh, scheiße. Wahnsinn, du hast irgendwie das gewisse Nichts. So, ich habe jetzt endlich Online-Banking. Jetzt kann ich mir 24 Stunden lang ansehen, dass ich kein Geld mehr habe. Meine schöne Haut verdanke ich dem täglichen Dampfbad aus dem zu früh geöffneten Geschirrspüler. Ich war nicht ohne Grund 10 Jahre lang ein Power Ranger. Muss viel Alkohol trinken, habe am Wochenende Gewaltbereitschaft. Oh mein Gott. Wenn ich mal zu viel Geld habe, werde ich mir 30 Hähnchen kaufen und nur die knusprige Haut schnabulieren. Prank-Idee. Mit doppelseitigem Klebeband ein Ei an die Decke der Mikrowelle kleben und auf den Wutanfall des Mitbewohners warten. Gina Wild sollte unsere neue Bundeskanzlerin werden. Wenn wir schon gefickt werden, dann doch bitte von einem Profi. Ein Motorradhelm für 700 Euro hält ein Leben lang. Ein Motorradhelm für 70 Euro hält auch ein Leben lang. Also die Kaffeemaschine läuft schon mal, sportlicher wird es heute nicht. Ist es in Deutschland eigentlich erlaubt, einen Teebeutel auf einem Nilpferd abzustellen? Also rein hypothetisch. Auf die Frage, ob eine Frau einen Thermomix hat, gibt es nur 2 Antworten. Ja oder nein, ich kann kochen. Warum sollten wir Sie als umgekehrten Psychologen bei uns anstellen? Das sollten Sie nicht. Heute ist es endlich mal wieder Penis-Propellerwetter. Als ich heute nach 10 Stunden Arbeit ohne Essenspause nach Hause kam, lag ein Snickers vor der Tür. Mein Freund möchte wohl nichts riskieren. Eines Tages, mein Sohn, wirst du auf das alles hier scheißen. Der König der Möwen. Gib mir ein paar Zucchini, Paprika, Möhren, Artischocken, Zwiebeln, Pilze, Tomaten, Gewürze und ich zaubere dir den tollsten und gesündesten Biomülleimer, den du kennst. Das ist gut. Das ist echt gut. Für mich besteht Urlaub machen aus Schlafen und Trinken, also wie immer, nur mit mehr Sonne. Like und abonnier, YouTuber. Like und abonnier, YouTuber.